Perzentato, der VfL verliert das Spitzenspiel gegen Dynamo 0:1. Wie ist dein Fazit nach 90 Minuten? Ja, ist schade, weil wir es, in der ersten Halbzeit sind wir nicht so gut reingekommen, aber dann wurde es immer besser. Und die zweite Halbzeit haben wir meiner Meinung nach klar dominiert, machen es einmal schlecht außen und kriegen dann direkt das Gegentor. Aber sonst haben wir die zweite Halbzeit klar dominiert, gedrückt und auch viele Chancen herausgespielt. Ja. Wie schwer war es für dich, mitten in der ersten Halbzeit reinzukommen für Köhli, der verletzt raus musste? Ja, ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, aber dann wurde es mit der Zeit immer besser. Und es war nicht einfach, aber ich denke mal, ich habe es im Großen und Ganzen ganz gut gemacht. Am Ende hattet ihr durchaus noch einige Gelegenheiten. Es ist dann besonders ärgerlich, wenn man nicht sagen kann, also ich glaube, der Gegner war gut, ich glaube, das können wir auch ganz klar sagen, aber trotzdem muss man die Spiele nicht verlieren, oder? Nee, definitiv nicht. Wie du schon sagtest, wir hatten in der zweiten Halbzeit, ich glaube, 2, 3 oder 4 Riesenchancen. Und da, wenn wir da das 1-1 machen, dann läuft das Spiel ganz anders, dann drücken wir. Und so haben wir es leider nicht gemacht und so verlieren wir das Spiel, Leute. Wie schafft man es jetzt, die Köpfe wieder hochzubekommen? Ja, einfach ganz normal weitermachen, das Spiel analysieren und dann geht es ab nächste Woche weiter. Dann bereiten wir uns auf 18:60 vor und dann versuchen wir da nochmal die nächsten 3 Punkte zu holen. Danke dir, Pat. Gerne.